vorstellen, dass Leute hier vernommen werden können, dass man Fragen stellen kann. Und ich glaube, das zeigt eigentlich nur, dass da, wenn man das möchte, das auch funktioniert. Ja, das, Anke, was wäre ein NSA-Untersuchungsausschuss ohne Edward Snowden? Wäre das überhaupt möglich, sinnvoll? Also möglich ist er, sinnvoll ist er nicht. Das ist eine Farce und wir erleben aktuell einen Aufklärungsboykott der deutschen Bundesregierung. Denn sie stellen angeforderte Dokumente nicht bereit und verweigern die Anhörung, eine sichere Anhörung von Edward Snowden hier in Deutschland. Das ist besonders deshalb ein Problem, weil dem Untersuchungsausschuss die geleakten Dokumente überhaupt nicht zur Verfügung stehen. Das, was veröffentlicht ist in den Medien, ist das Einzige, was der Untersuchungsausschuss hat. Das ist aber, das wissen wir alle, nur die Spitze des Eisberges. Und der einzige Mensch, der uns erklären kann, wie der Eisberg ganz aussieht, ist Edward Snowden. Das kann er nicht in Moskau, dort ist er nicht sicher. Das haben seine Anwälte auch bestätigt. Er ist auch der Einzige, der uns Kontext liefern kann zu diesen Unterlagen. Denn das Papier ist das eine, aber der Kontext, wie sie zu interpretieren sind, im Zusammenhang zueinander zu stecken, ist etwas ganz anderes. Dazu brauchen wir Edward Snowden. Er hat operative Erfahrungen aus der Arbeit der NSA heraus, weil er damit auch betraut war. Und wie gesagt, sicher aussagen kann er nur hier. Die Bundesregierung ist verfassungsrechtlich geboten, ihn einerseits herzuholen und andererseits ihn vor Auslieferung zu schützen, denn er ist politisch verfolgt. Ja, danke schön.